Ach, hier, Schrift, hier, Schriftrollen, ne? Haha. Eine. Und noch eine. Cool. Cool, so ein Mechanismus will ich auch für die Tür. Ein Geheimgang. Was mag hinter dieser Tür liegen? Oh, da oben, ich sehe schon das blaue Dings da, ne? So, also der ist erstmal aufgeladen, aber wir gucken uns trotzdem um. Dem Gage scheint Weintrauben zu mögen. Der Kelch scheint leer zu sein. Da fehlt ein Schlüssel. Ich sollte dem Hund etwas anderes zum Kauen geben. Was haben wir hier? Ich kann dieses Rätsel erst lösen, wenn ich die fehlenden Fragmente gefunden habe. Ich wollte gerade fragen, ist das der Künstler? Aber nee, oder? Keine Ahnung, könnte er sein. Aber hier? Ich brauche etwas Scharfes, um die Dornen gestrüpft. Wir haben noch eine Schere. Cool. Ich hätte jetzt gedacht, wir brauchen eine Heckenschere. Dem fehlt die Krone und hier fehlt der Löwe. Okay. Ansonsten können wir hier nichts machen, vermute ich mal. War schon reichlich viel für so ein kleines Räumchen. Aber wir haben den Kristall fertig aufgeladen. Also gehen wir den Bankier mal vertreiben. This is only the beginning. Ein Laster weniger. Da bleiben noch 6 Todsünden. So, ich glaube, das Ziffernblatt brauchen wir für hier, oder? Nein. Oh, entschuldige, ich glaube, ich bin gerade ans Mikro gestoßen. Da ist ein Bild drauf. Ein gewöhnlicher Sterblicher hätte den Tresorgriff nicht abreißen können. Wir haben aber keinen Tresorgriff. Versuch war es wert. Ich habe was übersehen. Außer die hässlichen Vorhänge. Nö. Okay. Hier auch nicht. Ich glaube, ich stoße hier andauernd, wenn ich mich an der Nase krabbel, ans Mikro an, oder? Ach nein, das... Entschuldigt, das ist das Kabel. Hier? Nein. Jemand muss die Krone gestohlen haben. Okay, da fehlt eine Krone. Aufgrund der Notizen können wir halt vieles immer noch anklicken. Das ist halt ein bisschen doof jetzt gerade. Aber wir hatten ja den Geheimgang gefunden. Da passt das eine Stück rein, würde ich sagen, oder? Ja. Aber das war es auch schon. Hier nicht irgendwo eine Weinflasche, die wir köpfen können. Hier liegt genug Essen, um alle armen Riddlestones zu versorgen. Die Statue fällt bald in sich zusammen mit etwas Schwerem. Wir haben auch nichts Schweres mehr. Wir brauchen eine Weinbuddel. Glaube ich. Jedenfalls ist der Kelch leer. Und wir brauchen die Trauben. Jetzt brauchen wir das Ziffernblatt. Die Prinzessin steht im Bann der Habgier. Ich muss zu ihr. Aber wie? Teile des Porträts fehlen. Immer noch die sässlichen Vorhänge. Bom, 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 bom. Bom, 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 bom. Bum, 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 bum. Moment, ich muss mal ganz kurz was nebenbei klären.
Pum, 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 pum. Das ist ein schönes Restaurant. Okay, baumelt so rum. Eine Flasche Wein brauchen wir. Ich glaube jedenfalls, dass es Wein ist. Oder ob es noch andere Getränke gibt. Ich habe das Gefühl, wir haben irgendwo was übersehen. Moment. Da, Karte. Karte. So, du bist hier. Aufgaben habe ich hier. Und hier. Okay. Palastgarten. Unerforscht. Okay. Bank. Das ist der Tresor. Das ist die Schatzkammer. Oh. Ach so. Ach ja, wir können uns ja auch wieder teleportieren. Das war das Schloss. Das Kauen. Scherben. Ein Ziffernblatt. Das Leckerei muss doch irgendwo ein Wein oder irgendwas, eine Flasche oder so, wo ich einen Korkenzieher vielleicht brauche. Voll das Rätsel. Ja, gut. War ich mal blind durch die Gegend gelaufen. Tut mir ja leid, ihr Lieben. Ups. Entschuldigt, es ist für mich noch so neu, dass das Mikro ausschalten zu können. Entschuldigung. Das war gerade von meinem Energy-Drink. So, wir haben hier den Code an die Seite reingeritzt. 93652. 9? Nein. Dann in die Richtung 9. So, 3. 6. Okay, 9. 3. Dann die 6 hier drüben. Dann die 5. Ich gehe jetzt einfach mal rüber, eiskalt. Ha, hat sogar gestimmt. Und die 2 wieder zurück. Cool. Ey, cool, das hat sogar gestimmt. Da, das ist cool. Zur Schatzkammer. Prinzessin Anna, der Fluch hat sie vollkommen unter Kontrolle. Gold. Mii. Gruselig. Mii, so gruselig. Boah. So, also Prinzessin Anna. Wenn wir jetzt den Kristall anwenden, müsste sie da nicht auch zu Staub zerfallen? Wie kann ich sie von der Habsucht in ihr Herz vergiftet befreien? Also nicht mit dem Stein. Anna ist ein Opfer. Ich sollte den Kristall nur gegen die wahren Feinde einsetzen. Was haben wir hier hinten? Ich sehe das die ganze Zeit schon. Die Statue eines Schlangenbeschwörers. Was fehlt hier? Ja, Schlange und Flöte. Was haben wir hier? Guck mal, da passt der Ring rein. Bestimmt ihre Tasche. Gut, wir gucken uns erstmal um. Noch fertig. Da hinten ist noch was. Ein Schiff haben wir nicht. So, dann gehen wir mal herumwimmeln. So, Krone ganz leicht zu frinden. Pralinen, da fehlt eine, würde ich sagen. Das da vielleicht? Aha, richtig. Puderquaste, brauchen wir das? Okay. So, Obst, Torte, ein Parfum.
Eine Ballerina. Eine Ballerina ist das hier. Weintrauben haben wir hier. Schere ist das. Ganz kleines Nagelset. Ganz, ganz schick übrigens. Sieht sehr edel aus. Und wieder ein Armband. Was macht der Affe eigentlich hier? Ach, das war ein Kamm. Das sah aus wie eine Blume. So, Haarbürste, Armband und Wollknäuel. So, Wollknäuel haben wir hier und Armband liegt da. Haben wir. So, wir haben natürlich die Krone mitgenommen. Wir wissen gleich, wohin die muss. Einen Moment, ganz kurz. Was? Ah! Ah, mein Timer! Ich habe gerade irgendwas mit meinem Timer gemacht. Ah, ich wollte ganz kurz eigentlich was gucken, aber jetzt war der Timer. Toll. Keine Ahnung, wie lange also die Aufnahme jetzt geht. So, warte mal. Die Krone müssen wir jetzt, glaube ich, hier vorbringen, ne? Zu der werten Dame hier. Was haben wir da? Einen Saphir und eine Pinzette. So. Ich wollte nämlich, eigentlich muss ich gerade ehrlich sagen, bin ich nämlich dabei, wollte ich gerade mein Handy anstöpseln, weil Timer läuft ja über mein Handy und ja, mir wurde angezeigt, dass der Akku gleich alle ist. So, jetzt kriegen wir das. Jetzt haben wir endlich alle Steine, jetzt können wir die Buddha-Statue öffnen. Nein, und da wollte ich gerade anschließen und dafür habe ich gerade aus Versehen den Timer ausgemacht. So, was haben wir jetzt? Was ist das? Eine Feile. Komm, wir feilen uns mal hier rein. Entschuldigung. Schlechter Witz, ich weiß. Eine Feile. Eine Feile. Eine Feile. Trauben. Genau, und wer liebt Trauben, hatten wir gelesen? Der da. So, dann kann ich den Stab nehmen. Kann ich vielleicht mit dem Stab... Ich weiß ja nicht, ob der schwer genug ist, aber man könnte damit den zertrümmern, oder? Nein. Aber sieht aus wie so ein Brecheisen. Cool, hab sogar recht. Cool. So, wir haben ein... Miniaturhorn und eine Spiegelschere. Die Spiegelschere können wir gleich mal hier einsetzen gehen. Na gut, dann ist das halt der Dicke. Weil guckt mal, jetzt sehen wir das gesamte Bild. Und wenn ich das aber oben lasse, dann nicht. Deswegen, ich werde das immer so ein bisschen hin und her schieben, glaube ich. Wo hatten wir das Horn? Hier drin, ne? Dum, 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 dum. Okay. Ganz interessant. So, das Porträt hat man hier vorne. Jetzt haben wir Schiff gekriegt. Also das ist an diesem Spiel ein bisschen anders als an anderen Wimmelbildspielen. Hier ist wirklich, dass du bloß von Bild zu Bild sammelst. Das ist ein bisschen seltsam. Jetzt, Info. Führe das Schiff zu dem dunklen Feld. Verwende den Kompass, um zwei Richtungen nacheinander auszuwählen. Wenn du die falsche Auswahl triffst, musst du erneut beginnen. Ach so, Oh, eins, ach so, Westen, also wir müssen zweimal nach Westen. Dann drei nach oben, eins, zwei, drei. Dann zweimal nach, nee, wir müssen ja da hoch, würde ich schon dahin. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 2 hoch wieder. Einmal Westen. 2 mal Nord. Einmal Osten. Nord. 2 mal Osten. 2 mal Nord. Und wieder 2 mal Westen. Nach Süden müssen wir nämlich gar nicht. Yeah! Wuhu! Ich muss dazu sagen, das war für mich jetzt nicht wirklich ein Rätsel, weil so eine Spiele löse ich regelmäßig. So, ich muss mich sagen, ich konnte es nicht lassen. Ich habe auch privat weitergespielt und
ich nehme dir das immer noch übel, Lufia. Ich nehme dir das immer noch ganz dolle übel, dass ich wegen dir letzten Monat noch den neuesten Dark Power Arbeitsteil gekauft habe. Nehme ich dir übel? Nein, nein. Alles gut. Alles gut. Weil ich muss jetzt sagen, ich habe ja im Monat immer bloß so einen ganz, ganz kleinen Betrag, den ich für mich selber ausgeben kann. Und eigentlich war der letzten Monat schon für das Headset ausgegeben. Und ja, dann hat Lufia mir gesagt, das Teil ist da. Und ja, jetzt habe ich ihn gekauft. Und ich werde ihn auch nach dem dritten Teil von der Serie hier spielen. So, jetzt haben wir erstmal das hier. So, die Krone muss zu ihr. Der Ring muss zu ihr. Und das Kleid muss zu ihr. Zu ihm muss das Weinchen, das Löffelchen und das Essen. Und zu ihm die Wandersachen. We've lost one already. The girl. Let's forget about her and go on with our plans. So, was hackt die nur aus? Das kann ich nicht. Das kann nicht gut sein. Ich hoffe, ich kann Anna damit heilen. Warnung, das Elixier der Großmut ist nur für Personen gedacht, die der Habgier verfallen sind. Die Anwendung auf andere Menschen kann zum Tode führen. Oh, sehr beruhigend. Wirklich unglaublich beruhigend. Aber wir wissen ja, wer befallen ist zum Glück, ne? Trink, bitte. Thank heaven this nightmare is finally over. I felt lost to oblivion. I don't even think that was me. Das ist Anna. Listen, when I was under their spell, I heard my kidnappers discussing plans involving my father. We need to find him at once. Okay, ihren Vater sucht. There's a secret passage to his chambers here in the restaurant. Okay, die Todsünden intrigieren gegen die Prinzen. Ich muss ihn sofort warnen. Finde den König. So, den Schlüssel haben wir jetzt für die... Ja, für den Geheimgang halt. Annas Schlüssel haben wir noch behalten. Gehen wir mal gucken. Ach du Scheibenkleister. Can't stop us. Yee. Yee. Fetty back, fett, fett. Können die Todsünden Prinz Colin wirklich dazu bringen, seinen eigenen Vater zu ermorden? Der Kristall liegt in Scherben. Was mache ich nur? Detective, an artist released me from my cell, and he said I have you to thank. Ja, so ein bisschen. I can't seem to find my youngest son, and now my husband is badly wounded. I've stopped the bleeding for now, but he needs bandages. Die haben sie bloß gespiegelt. Ich finde den Armreif immer noch toll. Die Königin muss sich um den König kümmern. Ich muss ihr helfen, Verbandszeug zu finden. So, wir nehmen erstmal unser Stückchen hier mit. Himmel, das sieht aber sehr in Scherben aus. Verbandszeug. Nackte Frauen hier im Schlafzimmer. Die Todsünden sind durch diese Tür verschwunden. Ich werde einen Weg finden, ihnen zu folgen. Jetzt ganz schnell Verbandszeug. Wo finden wir hier Verbandszeug? Jetzt habe ich Apfel gefunden. Schreibe dich auf. Das klingt, als wäre darin etwas versteckt. Das lässt sich doch bestimmt öffnen. Aber mit nichts, was ich habe. Okay, wir gucken nochmal hier. Das muss die Schatulle des Königs sein. Da ist Zifferncode dabei. Wenn ich die Fische ablenke, kann ich vielleicht hineingreifen. Wir haben nichts zum Ablenken, würde ich mal sagen. Unser Inventar ist sehr begrenzt im Moment. Das nehmen wir ihm mal ab. Der Zustand des Königs ist kritisch. Ich muss mich sofort um seine Wunden kümmern. Was haben wir noch? Was ist hier? Ah, hier brauchen wir das. Gut. Darin scheint Medikamente für den Notfall zu sein. Mit dem gewöhnlichen Schlüssel kann ich das hier jedoch nicht öffnen. Hier, komm, wir nehmen das. Oh, Moment, ein Streitkolben. Moment, der ist auf jeden Fall schwer genug hierfür. Oh, ich will diese Figur endlich zertrümmern. Oh, danke schön.
So viel Staub. Was habe ich jetzt gekriegt? Symbol des Heilens? Fischfutter! Wir versteckten in so einer hässlichen Statue Fischfutter. Hat er auch gegessen, oder was?